PC. Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. Der Gefängniseinbruch. Und ich muss sagen, ja, man hört's hier nicht so leicht heraus, aber die Stimme, die sollten wir auch kennen. Die Stimme von Dennis, die kennen wir aus Kingdom Come Deliverance. Das ist mir in der Aufnahmesession Pause aufgefallen. Das ist Ishtvan Toth. Der Dennis. Und wie ich mitbekommen habe, gibt es den Sprecher gar nicht mehr. Der ist verstorben, was schade ist. Also, die Stimme ist ja, das sieht gerade echt cool aus. Die Stimme ist gut und allein schon für Kingdom Come Deliverance gibt es dann zumindest nicht mit der Stimme eine Fortsetzung. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 3. Wie gut das aussieht. Geht ja gar nicht kaputt. Na, sieht halt weiterhin gut aus. Was wir hier machen müssen, was heißt müssen, hier muss wieder ein Schalldämpfer drauf. Ich habe keine Ahnung, wie der abgefallen ist. Irgendwie ist der ausgebüxt. Ich höre schon wieder böse Buben. Was macht ihr denn da? Blutmatzeln, die freuen sich, dass wir gejagt werden von diesen blöden Vögeln. Irgendwas ist hochgegangen. Sieht so cool aus, wie die Schüsse hier vorbeifliegen. Jetzt werden die von den Piepmatzeln angegriffen. Nein, wir sind auf dem Dach. Okay. Fangen wir mal so an. Aua, das tut aua, das tut aua, ich weiß, aber es macht Spaß. Ich spiele halt gerne. Auch mit den Gegnern. Ich muss da irgendwie wieder hoch. Ich glaube, wir haben eine Granate geworfen. Na, dazwischen, jetzt kommt hier noch ein böses Bubenauto an. Hallo? Ich glaube, ich spiele gerade zu sehr rum. Hi. Aha. Irgendwas mit Wasser, hat er gesagt. Der gestorben ist, hat das gesagt. Kein böser Puppe mehr da. Definitiv nicht mehr. Meth-Pfeile. Na super. Ah, Rucksack voll. Auch einen größeren Rucksack. Hier ist ein Piepmatz gestorben. Mhm. Oh, das Auto, das fährt nicht mehr weit. Das auch nicht. Zum Gabelstapler wäre was, aber nö. LKW. Diese alten LKW wurden hergebracht, um Ausrüstung für die Phosphorminen zu transportieren. Jetzt dienen sie den Rakiat als Truppentransporter. Wir legen natürlich Wert auf Recycling, hier auf Rook Island. Sieh dir nur die Leichen in den Komposthaufen an. Jeder kleine Schritt hilft. Habe ich schon mal gesagt, wie genial ich es finde, dass es hier solche Erklärungen gibt. Das Handbuch, den Survival Guide. Oh, eine Prüfung gibt es hier. Heißt hier ein paar Leiter abknallen. Eine Bestenliste. Der Ubisoft-Spieler R. de Shams, der führt hier an. Sturmangriff. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. 150, 250, 350. Über 1 Million Spieler haben an dieser Prüfung der Rakia teilgenommen. Wir sind einer davon. Töte so viele Gegner wie möglich mit den verfügbaren Waffen. Mehrzahl.
Oh, das ist meine MP. Geht's schon zeitlich los? Ja, geht's schon. Hast 50 Punkte. Aua, es hat geknallt. Ja, das war nicht gut. Da war noch keiner. Hat vielleicht eher uns geschadet. Haben wir denn die Weste auf einmal wieder her? Wenn man die Gegner einfach durch die Wände sehen kann, ist total geknallt. Oh, ist ein Dicker. Starke Panzer da. 1,25. Wie das denn? Dicke Komfort. Haben wir eine Granate? Ja. Zum Glück nicht mehr, sehr gut. Boah, wie viele das sind? Ist ja krass. Schon wieder ein Dicker. Derzeit, hier ist aber ganz schön viel los, gefällt mir ja gar nicht. Zu der Zeit, als ich Far Cry 3 das erste Mal gespielt habe, habe ich zu den dicken, schwerer Trooper gesagt, weil ich davor Spec Ops The Line gespielt habe und da hießen die schwer gepanzerten halt schwerer Trooper. Ma, zweite Granate wollte nicht so wirklich aus der Hand flutschen. 30 Sekunden, 220 Punkte. Das könnte sein. Wenn wir der Granate folgen, ich kann gerade nicht rennen. Aua. 350 Punkte werden wohl nix. Die 250 knacken wir auf jeden Fall. Granate! Na, immerhin. 400 Erfahrungspunkte. Gefällt mir besser als Geld, weil Geld können wir gerade praktisch eh nicht ausgeben. Kann ich durchaus mitleben. Schon wieder. Das war sehr gute Arbeit. Jetzt, erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, Waschen im Lösegeldvideos in der PC auf. PC? PC. Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke. Jason. Moment, muss erstmal gucken, wo wir hinfahren müssen. Wir fahren übers Wasser, rechts übers Wasser, links. Danke, die du vom Pfad entfängst, wird dir siegen helfen. Übers Wasser rechts. Direkt zur Höhle? Nee. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erst mit dem Rucksack lernen und dann werden wir uns einen Schalter einfach auf die MP5 packen. Und dann fahren wir das Auto erstmal ins Wasser. Nee, anders. Wir fahren das Auto erst ins Wasser und dann einen Schalter einfach. Meinetwegen. Doch, hier fährt ein Auto, oder? Oh, ist eine Kiste. Wir sind gerade leichtes Fressen. So im Wasser schwimmen, da können wir nämlich nicht schießen. Wie schnell die Sonne hier aufgeht. Das riecht doch nach Bär. Das klang nach Bären. Wir brauchen Bärenfell. Zweifach sogar. Da, ein Bär in bunter Kleidung vor uns. Okay. Sehr gut. Ist nicht gut. Was bist du für ein aggressives Vieh? Geht voll durch den Boden. Ist hier noch einen zweiten? Krokodilos? Wildes Vieh. Krokodile sind auf Rook Island verantwortlich für den Großteil der Todesfälle mit Tierkontakt, weil es hier diesen Initiations...
Ritus, Initiationsritus geht, bei dem junge Männer einem Krokodil mit einem Stock auf die Schnauze tippen müssen. Erinnert mich an die Donnerstage mit meiner Ex-Frau. Ich brauch die Haut. Das ist der Typ. Die Haut brauche ich nicht. Wo ist denn das Kack-Krokodil hin? Das war so halb im... Oh Mann. Gut, du kannst eh nicht aufsammeln. Ich könnte aber vorher noch was ablegen. Das ist natürlich ungünstig. Wir waren es nicht. Aber ich habe doch einen Bär gehört, meine ich. Wo ist der Bär? Na, ihr Tapire, ich glaube, hier gibt es keine Bären. Vielleicht war das das Krokodil. Ja, ich weiß, Beuterucksack voll. Oh, hier gibt's Sammelkram. Wir sind voll richtig. Nimm halt das Geld mit. Ich speichere einfach mal zwischendurch. 4600 Dollar von 6000. Entschuldigung, 4677. Was kann man denn da drüben machen? Achso. Aber wenn da Manaki sind, deswegen wurde die Waffe weggepackt. Dum, 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 dum. Ey, ihr Äffchen, wo ist euer Affenkönig? Verkaufen. 20 Gegenstände. Wieder mehr Geld. Oh, wir haben bald Geld voll. Dann kaufen wir jetzt ganz viele Sachen. Schusssichere Weste gibt es hier nicht. Das gibt es dann bei Konsumartikel. Könnt man Spritzen kaufen. Funktürme online. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Schon ein bisschen übertrieben mit Spritzen kaufen. Er braucht mal wieder grüne Blätter. Wie viele Fähigkeitenpunkte haben wir gerade? Immer noch 5? Nee, ach, wir hatten 3. Wir hatten 5, dann 2 ausgegeben, dann hatten wir 3, jetzt haben wir wieder 4 und bald wieder 5. Wir müssen aber Fortschritt erzielen, damit wir coole Sachen freischalten können. Der aktuelle Spaß ist jetzt nicht so cool. Weil das schon nicht verkehrt ist. Wobei wir ja bald wieder auch keine Blätter mehr haben. Schneller schwimmen. Jetzt waren wir schon ein paar Mal im Wasser. Je eher wir uns das schnappen gönnen, desto mehr haben wir davon. Wir werden bald mehr Punkte ausgeben können, deswegen warte ich noch. Wen oder was jagen wir denn hier? Pfad des Jägers. Bären! Geil. Haben einen Farmer zerfleischt. Erlege sie mit der am Zielort gestellten Schrotflinte. Das sind doch Verwandte von Cheeseburger. Dann müssen wir hin. Okay, echt eine schöne Gegend hier. Weniger Einblendung, Karte weg und oben links. Vielen Dank. Sieht es richtig gut aus. Das war eine Pflanze, eine gelbe. Ah. Was mir gerade einfällt, bevor ich sie wieder vergesse, Schalldämpfer. Entfernen wir uns gerade zu sehr aus dem Missionsgebiet. Aus dem Missionsvorgebiet. Dreh dich nicht so schlagartig um. Maschinenpistole. MP5 ist, glaube ich, eine Maschinenpistole. Sagt mir der Name irgendwie.
anpassen. Hä? Ja, das Magazin ist nicht verkehrt, aber habe ich das Magazin nicht genommen? Der Schalldämpfer kostet noch Kohle. Deswegen frage ich mich gerade ernsthaft, hatten wir jemals einen Schalldämpfer drauf? Haben wir jetzt einen Schalldämpfer drauf? Anbringen muss ich den noch. Ja, ja. Achso, erst entfernen. Ich dachte, wir können es direkt austauschen. Nicht aus... abmontieren, genau. Dann montiert. Gut. Geschäftlich hier? Wiedersehen. Tschüss. Jetzt sieht man den Schalldämpfer vorne deutlich. Wollte ich ja vielleicht doch keinen Schalldämpfer drauf machen? Ich hatte doch einen Schalldämpfer drauf, oder? Ach, Herr Jemine. Wo ist der Bär? Wo sind die Bären? Vielleicht? Vielleicht sind die ja im Shoppen. Sieht aber auch wieder schön aus. Schon ein bisschen heruntergekommen, aber so allgemein schön. Miep, miep. M133. Die M133 ist eine russische Vorderschaft-Repetierflinte oder Pump-Action-Shotgun. Nicht zu verwechseln mit Natascha, die russische Pump-Action unten am Hafen betreibt. Wenn man genau drüber nachdenkt, ist bestimmt so ein Rotlichtschuppen. Pump-Action. Die Waffe wurde für zivile und polizeiliche Zwecke entwickelt. Da sie relativ günstig ist, wird sie massenweise von Vaas und seinen Piraten gekauft. Erstmal nachladen. Ich finde Schrotflinten nachladen schon ziemlich cool. Keine Frage. So, Bären, wo kommt her? Das macht doch das Fell kaputt, wenn wir auf die schießen. Bei meinem Glück lade ich bestimmt auch eine Schlange. Wobei die Viecher sich vorher bemerkbar machen. Hier soll es Bären geben, hier ist es schweineflach. Schweineflach, ja, so schwach wie Schweine. So flach wie Schweine. Wenn dann eher im Wasser, die wollen sich vielleicht einen Fisch angeln oder hier irgendwie eine Höhle. Oh, wir sind noch gar nicht im Gebiet. Naja, das könnte einiges erklären. Höhle. Also, ich kann wieder die Blätter bemerke. Ich muss grüne Blätter einsammeln. Hi. Na, Bärchen? Boah, das ging ja schnell. Asiatischer Schwarzbär. Der asiatische Schwarzbär hat eine auffällige weiße Brust. Das heißt deswegen Schwarzbär. Und gilt als äußerst aggressiv. Aus diesem Grund ist er auch das chinesische Neujahrsmaskottchen in Castro. Wir brauchen noch ein... Schwarz-Weiß-Bären. Bären sind schon irgendwie knuffig, weil Teddybären und so. Macht hier ein Nickerchen. Hier einfach so ein paar Schädel herumliegen. Ein paar Schädel ist auch gut. Hallo, Frau Bär? Ja, ja. Na? Oh, hält mehr aus. Das war ja Pipi einfach. Beschädigtes Fell. Einsammeln ist jetzt nicht. Das bringt uns einen größeren Köcher ein. Hier ist schon Ende Gelände dieser Höhle. Schade, die Schuflinde hat gerade angefangen Spaß zu machen.
Sicht einfach hier eine andere ist. Wenn die Lampe an ist. Wie sich der Fokus verändert. Klingt schon verdammt cool, ey. Bumm. Ah, Schraubenbaum. Zwei grüne Blätter. Was läuft denn da oben? Klingt nach Tiger. Hey, du hast Mundgeruch. Miau. Brauchen, glaube ich, kein Tigerfell mehr. Wir haben ja schon mindestens... Das war ein Tab hier. Vier ausgegeben, meine ich, ja? Ne? Ekelhaft. Ekelhaft. Oh, 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 böse Hunde. Nein! Lass das Tapir-Tier in Ruhe. Nein! Ich muss aufpassen, wo ich mit der Schrotflinte hinschieße. Treibe ich damit noch ein Tapir. Die Schrotflinte auf Vogeljagd gehen. Hey, was machen Sie da? Sie stehen im Grün. Das ist bestimmt nicht erlaubt. Gucken Sie mal eine Waffe. Upsa. Pass auf! Ja, sollte ich. Wie schön das hier aussieht. Hier kann ich mir guten Bären vorstellen, wie er sich gerade einen Fisch angelt. Das Tapir ist wasserscheu. Oh, sogar mit Sprungschanze für einen Jetski oder für ein kleines Bötchen. Unsere MP5 ist weit weg. Die kriegen wir bestimmt nicht wieder, weil die spawnt es nämlich an. Jetzt haben wir eine Schrotflinte. Hier ist irgendwas los. Ist der jetzt dran, den wir gerade noch da drüben begrüßt haben? Wurde vom Tapir erlegt. Da gucken wir mal nach. Glas im Wasser zu deppern, auch eine gute Idee. Was hier für eine Strömung ist. Ist ja ein cooles Boot. Gibt es bestimmt einen Handbucheintrag. Bewegen sich die Säcke da vorne? Jawohl, das ist so cool. Das ist so ein cooles kleines Detail. Oh. Das war's schon. Vor was hat er denn Angst? Nee. Schneller schwimmen. Na ja, gut. Klingt schon wieder nach einem Tiger. Lass das Tier in Ruhe, Tiger. Oh Mann, der wird's umbringen. Das ist eine Ziege. Also nicht der Tiger. Ich meine die Ziege vom Tiger. Das ist eine Ziege. Kuscheln hier doch gerade irgendwo da unten. Oh Mann, Tiger, du bist echt doof. Ich dachte, holt Anlauf. Nee, legt sich hin. So, genug Tiger umgebracht. Außer sie greifen uns nochmal an, aber jetzt haben wir mehr als genug von den Fällen. Bärenfell. Als nächstes Haut des menschenfressenden Hais. Wir haben praktisch nur noch exotische Sachen überall unten. Okay. Dingo-Fell. Mal gucken, ob danach noch was kommt, was wir schon haben, wie zum Beispiel Hirsch oder hier flugunfähiger Vogel zum Beispiel. Oh, wir brauchen noch mehr Bärenfell. Komodo-Bär und Spezial. Komodo-Bär. Dingo. Auf jeden Fall viel Dingo. Komodo-Bär.
Komodo und Bär. Was gibt's hier? Vielleicht ein Bootsrand, aber hier gibt's bestimmt kein Boot. Bevor wir das machen, hole ich erstmal die MP5 zurück. Ich hoffe, der ist schon irgendwie cool. Aber ich glaube, mit der MP5 kann ich mehr anfangen. Der Baum ist vielleicht schick. Gefällt mir. Große alte Bäume, die auch noch schick sind, sind schon schick. Die machen einen Namen, diese kleinen Äffchen. Äffchen. 96, schöne Zahl. MP, die 5. Ja, ja. Bring diese Funktürme online. Ohne die kann ich nicht aus den abgenommen. Diese Lichterketten gefallen mir auch. Quack, quack, genau. So machen Affen. Jawohl. Hast du Benzin im Blut? Du siehst fast aus wie ein Pirat. Arr. Klingt spaßig. Klingt spaßig. Insel Rennliga, Krokodilallee. Ich denke mal, hier liegt man diesmal richtig bei Fortgeschritten. Was? Achso. Das heißt auch springen. 23, okay. Ob das was wird? Ah, die sind recht nah beieinander. Kann man sie aber auch leicht verfehlen. Jetzt wird's knifflig. Kein Vortrieb mehr in der Luft oder auf dem Brett. Hälfte geschafft. Oh, das kostet Zeit. Hier waren wir gerade erst. Zum Glück sind die Checkpoint ein bisschen weiter weg. Oh, 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 das ist gar nicht gut. Also der Rückwärtsgang ist ja schlecht. Jetzt gib Gas, du komische Kiste. Das war trotzdem was. Vorletztes Türchen, da, da, da. Nein! Darf ich auch von der Seite reinfahren? Geil, Alter! Geil, Alter! Geld gewonnen. Neustart. Aber nicht. Tschüss, Spiel. Ob das Spiel noch fertig gespeichert hat? Sieht nicht so aus. Jason, das war sehr gute Arbeit. Jetzt. Das Rennen wurde noch nicht gespeichert. Im Funk hieß es, Warsch nimmt Lösegeldvideos in der PC auf. PC? PC. Pirate Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Jason, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, wird dir siegen helfen. 20 Pfeile, das wurde gespeichert. Keine Karte unten links. Oh, schade, schon wieder vorbei. Jetzt ist ein Jetski schon vorher da. Willst du mal riskieren? Oh ja. Klingt spaßig. Na, ich wollte doch Experte machen. Kacke. Kann ich es beenden? Bisschen verlassen. Nein, ich hier schon wieder. Warum kann ich denn nicht da wieder in Anführungszeichen rauskommen, wo ich die Mission begonnen habe? Das ist kein Auto, das ist ein Jetski. Ja, das mache ich. Das kostet erstmal Geld. Dann kriegen wir bloß das gleiche Geld wieder. Nein, das wird jetzt überhaupt nichts. Viel weniger Zeit und ich habe schon viel Zeit vertrödelt. Neustart. Darf ich jetzt wieder im Haus aufwachen? Na, ein Glück für euch. Ja, das mache ich. 1, 2, 5. Das kostet erstmal Geld.
Los, 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 los. Na, na. Ich darf nicht über die, Anführungszeichen Kisten drüber fahren. Sonst können wir das Rennen gleich vergessen. Ich denke, das wird nichts. Ich bin die Kurven zu weitläufig gefahren. Was ist das denn? Sehr erbärmlich. So können wir das auch knicken. Wieso fahren wir jetzt nicht? Das ist ja wohl ein Witz. Verwenden C4 und Minen für Hinterhalte. Los, packen wir es. Erstmal ziemlich gut aus, ich finde. Noch sieht es ziemlich gut aus. Noch. 26 Sekunden, wir müssen die beiden Sprünge jetzt gut hinbekommen. Oder nee, das war schon der letzte hier, ne? Ja, sieht gut aus. Jetzt muss ich umkippen. Ah, sehr schön. Perfekt. Ach, wir kriegen das Doppel. Sehr schön. Kommen wir jetzt hier beim Ziel raus? Nein, kommen wir nicht. Na, wo kommst du denn her? Wie wäre es mit dem nächsten Außenposten? Oder wir machen Außenposten nahe des Missionsgebiets. Das ist doch mal eine Idee. Da, auf der Insel. Den Turm haben wir schon. Waisenpunkt. Wir haben 20 Pfeile. Ja, dann hinter uns über die Brücke und dann rechts halten. Und da müssen wir eh schwimmen. Brücke, rechts halten. Hinten ist schon der Rauch, oder? Das da? Oh, Wasser! Ah, das war knapp. Nächste Brücke. Das ist kein Geländewagen. Ist aber nicht schlimm. Ja, vielleicht doch. Der Wagen hat jetzt aber auch eine schöne Aussicht. Armes Autochen. Das sah jetzt etwas ungelenk aus. Wir könnten noch ein paar Piraten umherschweifen, weil das hier eben noch deren Gebiet ist. Pflückt hier Blümchen. Wie er noch grinst. Sauerklee pflücken. Die summt hier rum. Wie so ein Bienchen. So macht man das. Ab. Jetzt haben wir weißes Blatt. Ja, super. Ich wollte aber eher wissen, was sie da einsammelt. Deswegen habe ich es gepflückt. Sauerklee wird von vielen Kulturen als Brandhämmer benutzt, so auch von den Rakyat. Man kann daraus auch eine Salbe gegen Gelenkschmerzen und Quallenstiche anfertigen. Und bevor du auf dumme Ideen zu Hausmitteln gegen Quallenstichen kommst, Urin funktioniert nicht. Ebenso wenig wie Sauerkraut gegen Nazis hilft. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, was habe ich denn da nicht mitbekommen? Es ist wirkungslos und riecht nicht gut.
Sauerkraut und Nazis funktioniert nicht. Was habe ich denn da nicht verstanden? Das ist eine Pfeife. Nee. Nee. Schon eher. Bis zu 18 möglich. Maven, Maven! Maven Pick. Noch sieht's hier friedlich aus. Nein. Da ist jetzt ein Boot. 25% schneller schwimmen. Knauser, Knauser. Würde jemand sagen. Hier ist ein Schraubenbaum und hier ist irgendwas Großes. Ein Bär? Nee, ein Tiger. Ein Leopard. Ist bestimmt wasserscheu. Ist bestimmt wasserscheu. Geh weg, Miezekatze, du nervst uns bei unserem Vorhaben, den Außenposten einzunehmen. Wo bist denn jetzt hin? Dann musst du halt sterben. Jetzt bleibst du aber auch hier, weil jetzt hast du schon 3 Pfeile, 4 gleich drinstecken. Da fehlt ein Pfeil, wir haben nur noch 19. Hat er einen abgestreift? Das ist doch Betrug. Mikrowelle oder Fernseher? Eher Fernseher. Oh, Munition. Aber ich brauche Pfeile. MacGyver hätte uns da ein Pfeil draus basteln können. Oh, das sieht aber interessant aus. Da kann man sogar runterklettern. Na, nicht weit. Ist auch ein Relikt. Naja, bei diesem... Ich sag mal, Gesang muss ich wieder an... Hellblade Senua Sacrifice denken. Zeit für Teil 2. So ein gemütliches Plätzchen. Plätzchen. Oh, was? Das ist ja noch an. Das ist doch gar nicht mehr an. Ja, ja, ist ja gut. Dann ist es halt an. Mann. Gesundheitsbalken, fülle dich, weil dann heilen wir uns, dann haben wir nämlich wieder 3. Wenn wir uns jetzt heilen würden, hätten wir bloß 2. Zack, rein mit dem Scheiß. Außenposten, Waisenpunkt. Schraubenbaum. Ausgenommen. Gut, dass wir das nicht selbst umgebunden haben. Zwangsläufig muss ich hier gerade an Stranded Deep denken, an das Spiel, was gefühlt 12 Jahre lang im Early Access war, was mittlerweile auch draußen ist. Hab selbst noch nicht gespielt, aber hab davon mitbekommen. So, was ist denn hier los? Oh, mal nicht das C4 ausgepackt. Manometer, oh, ist ein Scharfschütze.
müssten wir auf jeden Fall als erstes ausschalten. So denke ich, ist es der Plan. Da ist noch jemand. Aber ich sehe gerade, das bekommen wir gar nicht mehr in dieser Folge unter. Deswegen machen wir hier Halt und Schluss und Pause. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.